Unterwegs in Südafrika. Detzer und Nelling, die NDR2-Experten auf WM-Safari. Ja, wir sind heute beim Pressegrillfest, beim Braai. Wie die Südafrikaner sagen, Braai ist Afrikaans und bedeutet so viel wie Braten. Und zwar auf echtem Holz, Günter Detzer. Ja, die haben ja einfach nicht die Kohle. Aber ich bin dennoch angenehm überrascht, wie hier angefeuert wird. Überhaupt, wie die südafrikanischen Kollegen hier zu Werke gehen. Sie grillen klassisch. Ja, hier sehen wir die Verteilung auf dem Grill. Ja, hinten traditionell mit einem Viererschaschlik, in der Mitte vier Nacken und vorne mit zwei Krakauern. Wunderschön aufgelegt. Tja, zwei Krakauer und das, obwohl die Polen bei der WM gar nicht dabei sind. Ja. Dennoch wird dem südafrikanischen Braai international wenig Beachtung geschenkt. Müsste man hier mehr über Geflügel gehen? Nein. Schauen Sie, Geflügel, sie machen es ja. Hier schmeckt man es. Ein Leckerbissen. Ja, ganz klar Strauß, ne? Ja. Ja, ein Wort vielleicht noch zur Hereinnahme von Chakalaka, die südafrikanische Kirschpaprikasoße. Die gilt ja als echter Scharfmacher, ne? Ja. Und während wir hier schon schlemmen, tut sich neben uns die Delegation des DFB. Die Frankfurter. Indes schwer mit ihrem heißen Stein. Lasst es doch, aber das ist doch viel zu heiß. Das verbrennt euch doch alles gleich. Ja, dabei hatten wir ja schon mal bei einer WM ein großes Problem mit Steinen. Ich weiß nicht, warum man daraus nicht gelernt hat. Ja, hätten Sie anstelle des DFB einen Rost mitgenommen? Ja, auf jeden Fall. Ein Rost verkörpert typisch deutsche Tugenden. Ein Rost hält selbst Fleischbälle, die in der äußerste Ecke platziert werden. Wir Deutschen haben das Zeug zum Grillen. Das haben wir immer wieder bewiesen. Ja, dennoch, gereizte Stimmung beim DFB. Unschöne Szene vorhin, da wurde Bier auf den Grill gekippt. Ja, das sollten Sie tunlichst lassen. Das ist... Ja. Schauen wir mal auf die Bank. Was haben wir da noch? Ja, einen wunderbaren Nudelsalat, Kartoffelsalat mit Eim und südafrikanisches Gemüserelish. Tja, da gerät man leicht in Beilage. Abschließend vielleicht noch ein Wort zu unserem deutschen Sturm. Wen sehen Sie da? Mario Gomez. Das hat der Günter Detzer sicherlich im Scherz gemeint. Ja, ne? Detzer und Nelling, die Experten bei NDR 2. Und das Leben.